still hier. Reicht doch, wenn du was sagst. Hä? Reicht doch, wenn du was sagst. Ja. So interessant bin ich auch nicht. So, ich fahre gleich mit Sascha mit dem Kranwagen mit, falls irgendwas ist. Ja, weil er doch die Metallrollen holen wollte. Falls da was ist, kann ich ihn ziehen oder mit dem Kran behilflich sein. Denn du hast ja, glaube ich, die letzten Ziegel, ne? Ja, ja. Ich geh jetzt erstmal einen rauchen, ey. Da war ich jetzt so Kraft ab, ey. Das glaub ich dir. Wie kam der Qualm von hinten raus, oder was? Was? Kam der Qualm von hinten raus? Das verrate ich dir nicht. Wieso, die Rauchwolke habe ich bis nach Kiel gesehen. Danke, du Arsch. Du musst immer alles verraten, ne? Warte mal. Bis gleich. Jo. Ja. So, wieder anwesend. Okay, Manni ist gerade rauchen gegangen. Ah, okay. Sascha, ich wollte mit dem Kranwagen folgen, falls du hängen bleibst, falls du irgendwas bergen mit musst. Kranwagen? Ja. Erfahren wir vorbei, dann siehst du es. Ich stehe da vorne. Ja, okay, alles klar. Sascha, wenn ich Sachen platziere, wo ich drehen muss, wie kann ich das nochmal? Bei Survivalist? Ja, richtig. Das habe ich mich auch schon gefragt. Kann man Sachen drehen? Eigentlich schon, soweit ich weiß, weil sollte eigentlich gehen. Okay, habe ich auch noch nie gemacht.
wollte das immer mal raussuchen, wie das geht, weil ich fand das immer doof, dass die immer nur in eine Richtung stehen. Ja, richtig, weil ich muss nämlich jetzt auch dementsprechend gucken. Du fährst vor, ich fahre dir hinterher. Ja, ich gucke gerade nur nach dem Pritschenanhänger so. Hat noch einer den Plan auf der Kette, den ich gerade ausgedacht habe? Ich nicht. Mensch. Da hat mir wieder keiner richtig zugehört. Scheiße. Also, der Plan ist, hole jetzt vier Metallrollen ab, komme irgendwie durch den Schlamm zweimal durch, bringe die Metallrollen irgendwie zu diesem Walzwerk. Nee, gar nicht wahr. Ich erzähle schon selber Quatsch, oder ist spät. Nochmal, ich hole zwei Stahlträger. Die zwei Stahlträger bringe ich zum Walzwerk, walze die dann um, weil ja der Strom mittlerweile läuft auf der Karte, in vier Metallrollen, die ich dann abtransportieren kann. Und dann haben wir die Aufgabe fertig fast. Und dann fehlt nur noch einmal Ziegel. Erst Money bei. Genau. Und dann haben wir diese Papierfabrik endlich fertig. Und dann können wir Zellulose bauen, wo ich noch nicht weiß, wofür wir die brauchen. Den Lastgang mal hier reinnehmen, dann geht's besser. So, verpasst den Punkt nicht, wenn ich gleich oben raus bin, dass du dich anhängst, wenn ich raus bin. Gute Idee, weil ich hänge hier irgendwie. Ah, ich muss nur den Punkt kriegen, dass ich hier oben selber rauskomme. Aber ich glaube, es errollt. So, jetzt müsste er gleich hoffentlich packen. Machst mir Oder? Bescheid sagen. Ja, jetzt habe ich vorne einen Ast. Jetzt bin ich gleich raus. So, kannst dich anhängen. Bin dran. Hey, was machst du denn? Hey, soll es doch gar nicht so. Ich hab voll die großen Schlammreifen drauf und komme hier nicht durch, hey, das ist der Hammer. Hey! Ja. Warum haust du ab? Ich bin noch hier. Ich habe nichts gemacht. Du hast das gelöst. Hey, ich stehe Dann nur ist auf dem Gas. das Seil gerissen. Aber ich komme gleich wieder runter. Also ich komme ja noch mal dran vorbei. Ich habe nämlich keinen Wendepunkt. Ja, das ist aber gut. Wenn du da unten stehst, kann ich mich an dir gleich weit genug reinziehen. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Und du kannst ja dann über die Werkstatt bist du sofort wieder hinter mir. So, was habe ich jetzt gesagt? Aufladen. Laden, hallo. So, wir brauchen Stahlträger zweimal. Einmal Anhänger, einmal. So, ist verladen. Komm schon wieder runter. Nee, nochmal mache ich das nicht wie gerade. Also verdrehe ich ordentlich. Rum. Bin sofort wieder da. So, also meinte bei Zuckel jetzt, bin noch am Ach Rechner. so. Mich wundert, dass ich um die Uhrzeit immer noch hellwach bin. Ja. Erstaunlich. Heute schon. Ich hasse das, diesen Anhänger hinten, wenn du immer siehst, wie die Reifen auf einer Seite abheben und der droht zu kippen, ne?
Der Tiger selber ist ja kein Problem, aber dieser Pritschenaufbau-Anhänger, das ist echt immer Nervenkitzel pur. Ich hab mich mal so gestellt, damit du mich nicht wegziehst aus Versehen. Ja, richtig. Ich weiß, wie man den Silberkulist Sascha den Boden mit dem Feuer austricksen kann. Okay. Indem du da einfach einen Boden drauf baust. Kommt wieder die Stelle, wo ich gucken muss, weil in den Stein und so. Jetzt muss ich hier eigentlich ansetzen. Ich bei mir an. Ich guck schon, jetzt hat das. Nachher, das ist eine von zwei kritischen Stellen. Wenn du durch diese scheiß Wasserpfütze durch bist, dann ist der Rest eigentlich easy going danach. So, ich sollte mal den Lastengang rausnehmen, vielleicht geht's dann. Weil hier auch überall im scheiß Wasser sind ja auch überall Steine, ne? Na, ich komme nämlich selber nicht mehr vorwärts. Ja, alles gut. Ich mache das jetzt nämlich anders. Ich ziehe mich jetzt nämlich seitlich mit dem. Am besten transportierst du dich jetzt mal in die Werkstatt, damit der Weg frei ist und dann stehst du ja oben direkt wieder vor mir. Weißt du, wie ich das meine? Der Weg frei. Jetzt komme ich nämlich hier auch an der Stelle weiter. Komm dir noch ein Stück entgegen. Ich muss nur aufpassen, dass der dämliche Anhänger hinten nicht kippt. Jetzt komme ich nämlich vorne an die Bäume ran und jetzt kann ich mich aus der Sumpfhütze hier rausziehen. Das geht, wenn du so mit dem hinteren, wenn du einen Anhänger hast und den hinteren Punkt ansetzt, dann ziehst du dich über den Anhänger hinten halt eben nach vorne. Das klappt überraschend gut. Ja, wenn du willst, kannst du dich bei mir anhängen. Ja, ich bin schon draußen, der rollt. Oder habe ich mir das Mr. Zepfzepfer geholt? Dann fahr du vor, ich stelle mich hier an die Seite. Naja, jetzt genau, die zweite kritische Stelle ist wahrscheinlich...